Grillas Kinder oder die 13 isländischen Weihnachtsmänner. Eine Sage aus Island. Neu in Worte gefasst von Tan Daniel, dem Geschichtenweber. Ihr glaubt, ihr kennt Weihnachten? Die Bräuche, die Figuren, die Ursprünge? Lasst mich raten. Ihr denkt an einen prächtigen Adventskranz, dessen vier Kerzen hell züngeln, den in schimmerndes Lametta gehüllten Weihnachtsbaum, dessen Spitze ein glitzernder Stern oder ein Engel gar schmückt, umgeben von zahlreichen bunt verpackten Geschenken und an fröhliche Musik, freudig gesungene Lieder mit den Lieben, lichtverzierte Fenster, den wohlgelaunten Weihnachtsmann, dessen Bauch wackelt, wenn er ausgelassen lacht. Und ein so ausladendes Festessen, dass man davon ganze Dörfer über Jahre ernähren könnte. Das ist, was ist, doch nicht, was war, meine Freunde. Solltet ihr eine solche Geschichte hören wollen, da bin ich ganz ehrlich, so würdet ihr enttäuscht werden. Doch wenn es euch nach Geheimnissen dürstet und längst vergessenen Sagen aus alter Vorzeit, wenn es euch nach den oft dunklen Ursprüngen der ach so festlichen Zeit schmachtet, wenn ihr mutig genug dafür seid, dann habe ich da etwas für euch. Wie die meisten Geschichten, auch wenn euch das zu Weihnachten wirklich überraschen wird, wurde auch diese Geschichte mit Blut geschrieben. Mit Blut im weißen Schnee. Sie beginnt mit Angst, die man vor dem Dunkeln hat, und dem Schrecken, was sich in der Finsternis verbergen mag. Wir sprechen hier von Gestalten, welche den Menschen seit Anbeginn der Zeit begleiten und verfolgen. Über die Äonen hinweg ist natürlich so einiges verloren gegangen. Einiges davon werde ich euch erzählen, doch nicht alles, denn die ganze Geschichte wäre dann doch zu grausig für eine so freudige Zeit. Wir werden lediglich aus sicherer Entfernung einen kleinen Blick hinter den nachtschwarzen Vorhang des Vergessens werfen. Flüchtig und rasch, sodass wir nur erahnen können, was sich dahinter verbergen mag. Nicht lang genug, um unseren dampfenden Kakao, dessen frische Sahne aus dem Becher lugt, kalt werden zu lassen. Du hast gar keinen Kakao mit Sahne? Das solltest du ändern. Wie auch immer, schließt die Augen, meine Freunde, und folgt mir auf eine Reise in das Land von Eis und Feuer. Lasst uns die Uhren zurückdrehen. Keine 10 Jahre. Keine 100. Lasst uns die Uhr so weit zurückdrehen, dass wir in einer Zeit sind, in der es noch gar keine Uhren gab und nachts nur die Sterne uns die Stunde wiesen. Vor dem Weihnachtsmann oder dem Christkind, selbst den Nikolaus gab es noch nicht, oder Knecht Ruprecht, nicht Krampus noch Frau Perchta. Wir gehen ganz zum Anfang. Wie jede gute Geschichte beginnt auch diese mit den drei herrlich magischen Worten, die ihr alle kennt. Es war einmal. Hoch im Norden ist eine eisige, schneebedeckte Insel, mit mehr Vulkanen, als sie Städte hat. Überall auf ihr kocht und brodelt es, und die Urkraft des Planeten selbst scharrt ohne Unterlass an dessen Oberfläche. Kratzt sie auf und spuckt mit gleißend brennend roten Fontänen immer wieder flüssiges Gestein auf das Land. Wie zu Beginn allen Seins kämpfen dort unablässig Eis und Feuer eine Schlacht
die nie einer der beiden Seiten gewinnen können wird. Und aus den Tiefen der zahllosen Schlünde, welche sich endlos in das finstere Herz des Planeten schlängeln, krochen schon vor Menschengedenken die unbeschreiblichsten Wesen hervor. Riesen, Trolle, Gnome, Kobolde und Unholde jeder Art. Es gibt sie überall. Sie sind dort. Verstecken sich vor dem flüchtigen Auge. Doch muss man nur ganz genau hinschauen und kann sie sehen. Einige sind so winzig wie ein Kiesel, andere so gigantisch wie ein Berg. Es gibt sie in allen Formen und Farben. Und wie in ihrem Aussehen gibt es sie in allen Gemütern. So mancher ist verträumt und verspielt, beinahe kindisch, liebt es herumzuspringen und vielleicht mal hier und dort einen kleinen Streich zu spielen oder gewissen Tischlern den Lebensabend ein wenig aufzufrischen. Weitere verstecken sich ganz nah an unseren Häusern, in den Gärten gar, laben sich an geistigen Getränken, wenn man mal unachtsam ist, nur um einem die tollsten Geschichten zu erzählen, wenn man selig sich in Anderswelten träumt. Andere sind einfach stumm und schlafen, still und bewegungslos vor sich hin. Und dann sind da noch die, welche der Grund für all die Gruselgeschichten sind, die wir kennen. Boshafte, garstige Gesellen, stets schlecht gelaunt, je zornig und wütend. Sie suchen die Zerstörung und fressen unersättlich alles, was sich ihnen so in den Weg stellt. Manchmal machen sie dafür sogar so manchen Umweg. Doch seit Urgedenken war eine von ihnen die schlimmste. Sie erhob sich aus der Erde früher als alle noch lebenden Riesen. Geformt aus allem, was Leben und Tod in sich vereint, ruht und lebt sie in einer bizarren Stätte, in welcher die Türme und Zitadellen aus Lava selbst geschmiedet sind, die Wege und Pfade durch Stein und Eis in den rauen Fels geschliffen, die endlosen vor dem Auge verborgenen Gänge, Kammern und Gemächer vom Wasser ausgespült. Dort, in einer stickigen Höhle, tief unter der Erde von Demoborgir, inmitten von jahrtausendaltem Dreck, Unrat, auf dem Boden verstreuten Knochen, Geröll und Schmutz, ruht die meiste Zeit im Jahr die schreckliche Grilla. Verehrt und verachtet seit Urgedenken. Mächtig und fürchterlich bringt sie Leben und Tod hervor. Ein Anfang und ein Ende. Es ist nicht ihre Größe, welche ihr ein so schauderliches Antlitz verleiht, sondern ihre auf den missgestalteten Schultern ruhenden drei gehörnten Häupter. Und jede ihrer Fratzen ist abscheulicher als die andere. Gelblich spitze Zähne werden durch trockene, dünne Lippen verdeckt. Und schwarz brennen ihre Augen in den Höhlen. Doch ruht in jedem Schädel, teilweise durch ihr strähniges Haar verdeckt, ein weiteres Auge, welches unstet hinter sie starrt, so dass niemand ihrem suchenden Blick entfliehen kann. Ihr unförmiger Leib wird von zweistämmigen Beinen getragen, welche Hufe anstelle Füße haben. Und wie suchende Schlangen wirbeln ihre 15 Schwänze nach allen Seiten, welche während ihrer Jagdzeit hunderte riesige Beutel umfassen, in denen jeweils 20 Kinder gefangen sind. Ihr Hunger ist so unstillbar wie der des Feuers selbst. Mit ihr haust ihr mittlerweile dritter Ehemann. Trotz ihres abscheulichen Aussehens ist Grilla nun keine Frau, welche das Gras unter ihren Hufen lange wachsen ließe. Ihr erster Mann, Boli mit Namen, begleitete sie mehrere tausend Jahre, schenkte ihr zahlreiche Kinder und wurde im Sterbebett zu dem, woher er kam. Kalter, schwarzer Stein. Gustus, sein Nachfolger,
hielt es nicht ganz so lange mit ihr aus und wurde direkt nach seinem Tode in einem besonders harten Winter von der allzu hungrigen Grilla verschlungen. Vielleicht war er alt, vielleicht auch krank. Vielleicht kam auch einfach die Fleischeslust seiner Ehefrau blutig über ihn her. Leppaludi, ihr dritter Gemahl, ist ein träger, ungehobelter und rauer Faulenzer. Doch verglichen mit seinem Weib beinahe liebenswürdig. Er ist der Vater der 13 Boten, von denen wir gleich hören werden. Und wenn ich ehrlich bin, ist das auch schon alles, was man über ihn wissen muss. Was das alles mit Weihnachten zu tun hat, fragt ihr euch? Genau dazu will ich nun kommen. Die meiste Zeit im Jahre fahren Grilla und ihre Brut in ihrer Stätte. Ruhen, schlafen, warten. Einmal im Jahr haben sie die Erlaubnis, auf der Erde zu wandeln. Und diese Zeit ist vor den Rauhnächten gekommen. Ob ihr es glaubt oder nicht, 13 ihrer Söhne kommen uns Menschen als isländische, sagen wir einfach, Weihnachtsmänner besuchen. Jeder von ihnen ist einzigartig. Jeder hat seine ganz eigene Art. Ich werde ehrlich zu euch sein, was diese Kobolde in grauer Vorzeit alles taten, hat eine Furche des Grauens und Schreckens in das Land gerissen. Die Kinder versteckten sich schlotternd in ihren Betten und die Eltern verboten ihnen, das Haus zu verlassen. Doch die Zeiten ändern sich und sie sind ein wenig ruhiger, fast freundlicher geworden. Freundlich oder nicht, nach einer so langen Wartezeit würden sie dennoch Island ins Chaos stürzen, wenn sie gleichzeitig losgelassen würden. Und so darf nur einer nach dem anderen über das Land herfallen. Stechastur. Es war der 12. Dezember und der Schnee fiel lautlos durch die immer länger werdende schwarze Nacht. Langsam ächzend und seine alten Glieder schmerzend streckend, stand der Unhold auf, dem die Menschen den Namen Schafschreck gegeben haben, was er persönlich durchaus als eine Beleidigung empfand. Schon oft hatte er überlegt, mal eine der größeren Siedlungen aufzusuchen und mit einer Keule jede niederzuschlagen, welcher ihn so betitelte. Doch dann sann er nach. Menschen sind so klein und sie leben so kurz. Die Ältesten unter ihnen werden kaum 100 Jahre alt. In dem Alter lernte er gerade mal zu rennen und tollte fast hilflos über die Insel. In seinen Augen waren sie wie Hamster. Kaum hatte man sich an sie gewöhnt, mussten sie diese Welt auch schon wieder verlassen. Zudem stellten sie nie eine wirkliche Bedrohung dar. Warum sich also ob schmachvoller Namen lange Gedanken machen? Als ältester Sohn hatte er das Anrecht, zuerst die Behausung zu verlassen. Und seit Monaten sehnte er diesen Moment herbei. Seine Mutter als Rabenmutter zu titulieren, wäre eine Beleidigung für diese intelligenten Vögel gewesen. Vor allem, da diese, so viel er wusste, sich hervorragend um ihre Nachkommen kümmerten. Was man von Grilla so gar nicht sagen konnte. Sie kochte miserabel. Und wenn, dann auch nur Kinder. Meist ein fader Eintopf, denn sie labte sich, genau wie Gustus, an der Boshaftigkeit ihrer Beute mehr als an einer reichen Auswahl an Gewürzen. Dabei könnte man aus so saftigem Fleisch bestimmt hervorragende Speisen zaubern. Speckrastur war einfach sehr, sehr dankbar, dass er bald, zumindest einmal im Jahr, etwas anderes zur Auswahl hatte und wollte diese Nacht gänzlich auskosten. Er schritt aus der Höhle hinaus und blickte vom Hochland über Island. So unschuldig sah es im Winter aus. So friedlich, wenn der Schnee es mit unschuldigem Weiß bedeckt.
In der Ferne sah er Rauch sich nach oben schlängeln. Und genau das war sein Ziel. Jedes einzelne Haus. Morsch quietschten und knackten seine alten Gelenke bei jedem Schritt. Und doch ging er mit einer Geschwindigkeit, dass man ihn kaum hätte erkennen können, wenn man ihn sah. Hören allerdings, hören konnte man ihn. Kaum war er bei der ersten Hütte angekommen, sah er sich um. Aus dem Inneren vernahm er ein kleines Mädchen frech zu ihrer Mutter sprechen, während der Vater den Sohn lobte, wie sehr er ihm doch heute mit den Schafen geholfen hatte. Schafe. Steckrastur sah sich um. Und ja, er fand die kleine Tür zu den Stallungen. Unter viel Geächtze schritt er darauf zu. Er wollte endlich mal wieder Schafsmilch trinken und bückte sich, um eines von ihnen zu melken. Doch das in die Knie gehen fiel ihm so schwer. Kurzerhand packte er eines und hob es in die Luft, welches dadurch unsanft geweckt wurde und empört blökte. Warum hatten diese Tiere aber auch so kurze Beine? Jedes Jahr das Gleiche. Und während er nun versuchte, dem zappelnden Tier seine kostbare Milch zu entlocken, im Dezember vernahm er, wie in der Küche das Geschrei losbrach, der Mann solle doch einmal nachsehen, was dort im Stalle vor sich ging. »Der Schafschreck! Der Schafschreck!« schrien die Kinder. Verflucht! Da war es wieder, dieses Wort. Entnervt ließ Steckrastur das Schaf fallen, welches entrüstet zu dem Rest der Tiere floh, welche sich ängstlich an die Wand des Stalles gepresst hatten und den Eindringling anschrien. »Hier ist nichts zu holen«, sagte der Kobold und schritt grantig aus dem Pferch. Er würde es beim nächsten Haus noch einmal versuchen. Während er ging, warf er für die Kinder noch eine Kleinigkeit in die auf dem Fenstersims stehenden Schuhe. Eines von ihnen würde sich morgen früh darüber freuen. Giljakir. Einen Tag später kam der Bruder zu dem Bauernhof. Er war wesentlich agiler als der Schafschreck und versteckte sich ungesehen im Stall. Kichernd hörte er den Kindern, welche wohl die Kühe melken sollten, zu, wie sie über seinen Bruder sprachen. Der Depp hatte mal wieder versucht, an einem Schaf zu nuckeln. Dabei ist es eher selten, dass sie in der Winterzeit Milch geben. Seit Jahrhunderten, wenn nicht gar länger, machte er den gleichen Fehler. Und Giljakir verlachte ihn jedes Jahr von Neuem. Mit Kühen allerdings, warum wusste er auch nicht, sah das schon ganz anders aus. »Ich habe aber keine Lust zu melken«, hörte er das kleine Mädchen zu ihrem Bruder schimpfen. »Aber Vati hat gesagt, wir sollen die Kühe melken und ich habe Emma schon gemolken. Du sollst nun Nina melken«, antwortete der Bruder, der den vollen Milcheimer an die Tür gestellt hatte. »Pfff, ich will aber lieber einen Schneemann bauen. Oder noch besser, einfach mit einem Becher heiße Milch vor dem Kamin sitzen.« »Dafür braucht man Milch.« »Dann melk doch endlich!« Während die beiden noch weiter diskutierten, achteten sie gar nicht auf ihn, sodass er blitzschnell zuerst den cremigen Schaum von der Milch aufschlürfte und dann kurzerhand den ganzen Eimer leerte. Vergnügt verließ er den Stall und würde heute Abend den Kindern gerne etwas für ihre Gaben hinterlassen. Dem Jungen vielleicht eine kleine Spielfigur, denn die Milch war wirklich hervorragend gewesen. Seine Schwester allerdings sollte eine Kartoffel bekommen, damit sie lernte, ein wenig fleißiger zu sein. Hätte sie ordentlich gemolken, hätte er zwei Eimer Milch bekommen. Und bevor die beiden bemerkten, dass es ihn überhaupt gab, war er auch schon wieder beim nächsten Haus. So war er, Giljakir, den man auch den Schaumschuft nennt. Stufur. Wieder erst als drittes angekommen, schnaufte Stufur, den man als den Kurzen kennt, als er am 14. Dezember an dem kleinen Häuschen ankam.
Er war über und über mit Schnee bedeckt. Nicht, dass der gerade besonders hoch lag, aber das musste er einfach akzeptieren. Er war so klein, dass selbst eine dünne Schneedecke dafür sorgte, ihn tief in ihr versinken zu lassen. Seit Ewigkeiten verlässt er deswegen heimlich als Erster die Höhle. Doch kommt er dennoch nie vor seinen Brüdern an. Es war einfach zum Verzweifeln. Riesensohn, so wusste er, war bei seiner Körperhöhe ein durchaus irreführendes Wort. Kurzerhand ging er in das Haus, ohne sich groß zu verstecken. In der Regel sahen ihn die Menschen so oder so nicht, da er ja so unglaublich... Ach, ihr wisst schon. Ich soll abwaschen? Das habe ich doch schon letzte Woche gemacht, bleckte das Mädchen zu der Mutter, während es sich der Troll unter einem Stuhl bequem machte. Wir haben darüber gesprochen, entgegnete ihre Mutter. Und sie klang so, als ob sie dieses Gespräch nicht zum ersten Mal führen würde. Du musst wie jeder andere auch im Haushalt helfen. Aber ich bin müde und ich muss ins Bett. Und während sie noch so redeten, griff Dufo sich kurzerhand die Reste von den Tellern und verschlang sie gierig. Er war genügsam und mehr brauchte er nicht. Nachdem er sich ein wenig aufgewärmt hatte, machte er sich wieder auf den Weg. Auf dem Fenstersims stand ein Schuh. Ein anderer stand auf einem kleinen Hocker davor, sodass er ihn ohne große Verrenkungen erreichen konnte. Der Fenstersims war wirklich, wirklich hoch, aus seiner Sicht. Der auf dem Schemel allerdings war perfekt. So schleuderte er eine Kartoffel nach oben, bis sie in dem Schuh liegen blieb. Und irgendetwas sagte ihm, er habe damit schon die richtige Wahl getroffen. Sverres Laikir. Ihm habt ihr gestern ein Holzpferdchen geschenkt und mir nichts, konnte der vierte Troll einen Tag später hören, während er unter dem Tisch herumlungerte. Zuvor bekam er eine Holzfigur und ich nur eine Kartoffel. So will ich auch nicht beim Backen helfen, schrie das Mädchen weiter und warf demonstrativ den Teiglöffel auf den Boden, wo er direkt verschwand und in Sverres Laikirs Mund wieder auftauchte. Teich, süßer, leckerer Teich, was für eine Erfindung. Genüsslich schlägt er ihn mit seiner langen Zunge blitzeblank. Das waren nicht wir, sondern die Jonasweiner, versuchte die Mutter, ihre Tochter zu besänftigen. Du warst halt dieses Jahr nicht wirklich brav. Es gibt doch gar keine Weihnachtsmänner. Zudem ist mir das ständige Rühren so oder so zu doof, schloss sie ihre Meckerei und verließ laut stapfend die Küche. Komm sofort zurück, junge Dame, rief die Frau ihrer Tochter nach. Ich bin noch nicht fertig mit dir. Und ihren Löffel ebenfalls ablegend, rannte sie ihrem Kind nach. Doch wenn der Löffel lecker im Haus ist, bleibt so ein Löffel nicht lange liegen. Pott das gierig. Der fünfte Bruder tat es seinen Vorgängern gleich und schlich sich ebenfalls direkt in die Küche. Pott das gierigs Magen knurrte nur allzu doll. Es war egal, wie viel er schon gefressen hatte. Den Troll plagte einfach immer der Hunger. Ohne jede Frage hatte er eine scheußliche Mutter. Aber zu essen gab es eigentlich immer etwas. Kindereintopf, Kinderauflauf, Kinderschenkel, Kinderkompott, Kindergeschnetzeltes. Gut, war eintönig und entweder noch fast roh oder verbrannt. Manchmal beides zugleich, aber es gab immer etwas. Nur fand er mehr Gefallen an dem, was die Menschen so alles kochten. Zudem kannten sie so etwas wie Gewürze. Freudig sah er sich um und erblickte seinen heißgeliebten Traum. Ungespülte Töpfe. Eine erfolgreiche Jagd, jauchzte er und stürzte sich aufs Geschirr. Und bevor man sich versah, waren alle blitzblank geleckt. Des Kesselkratzers Glück waren Menschen, die sich nicht um ihr dreckiges Geschirr kümmerten. Und dieses Haus
war eine wahre Fundgrube. Auf dem Tisch fand er sogar noch eine kaum angerührte Schüssel voller Brei. Gerade als er sich diese schnappte, ging die Tür auf und er versteckte sich in eine dunkle Ecke. »Oh, sie hat doch abgewaschen, Schatz«, sprach der Vater sichtlich überrascht zu seiner Frau. »Das hätte ich nicht erwartet«, entgegnete diese. »Vielleicht wird sie doch so langsam verantwortungsvoller.« »Oder hat Angst vor Grillas Appetit«, schmunzelte der Mann. »Darüber sollte man keine Scherze machen«, flüsterte die Frau leicht ängstlich. »Sollte man so gar nicht«, dachte sich der Kesselkratzer, während er den letzten Topf sauberer schleckte, als die meisten ihn gespült hätten. »Ich werde ihr heute Nacht ein Spielzeug in den Schuh legen«, bestimmte der Vater. »So dankbar ich über diese reichliche, aus Faulheit geborene Mahlzeit auch sein mag. Regeln sind Regeln«, flüsterte der Troll. Und so fand am nächsten Morgen die Tochter erneut eine Kartoffel anstelle eines Spielzeuges im Schuh. Askas Leikir. Am 17.12. schlenderte erneut ein Troll in das Haus. Da es ihm allerdings überall ein wenig zu laut war, schlich er sich klammheimlich ins Schlafzimmer und versteckte sich unter dem Bett. So oder so war er eher ein stiller Geselle, welcher die Gesellschaft anderer eher weniger schätzte. In der Küche ging es währenddessen hoch her. So langsam war die Tochter des Hauses ein wenig außer sich. Während ihr Bruder seit Tagen immer wieder kleine Geschenke in seinem Schuh fand, ging sie bislang leer aus. Also gut, es gab Kartoffeln. Aber was sind das denn bitte für Geschenke? Heute riss ihr daher die Hutschnur. Was allerdings, wie es ihm schien, weder das erste noch das letzte Mal gewesen sein dürfte. Er war geduldig und hörte einfach zu. Der Streit endete damit, dass das Mädchen ins Schlafzimmer gestürmt kam, sich dramatisch aufs Bett warf und heulend einschlief. Nun gut, vielleicht habe ich heute doch Pech, murmelte er zu sich. Doch da wurde die Tür leise aufgemacht und ein Junge schlich auf leisen Sohlen hinein, deckte seine Schwester zu, küsste ihren Kopf und stellte ihr ein Askuch. Das sind Essschüsseln mit einem hölzernen Deckel, damit die Mahlzeit warm blieb. Oder vorwitzige Tierchen sich nicht zu leicht daran bedienen konnten, vor das Bett. Schlaf gut und sei morgen etwas braver. Die Rauhnächte kommen und die Julasweihnacht sind nur die Boten einer größeren Plage, sprach er und ging wieder hinaus. Plage? Sagte der Schlüssellecker empört, während er nach dem Askuch griff und sich über den Inhalt hermachte. Na hört, doch für das gute Essen bekommst du dennoch ein Geschenk. Dein Schwesterchen allerdings. Und das ist eigentlich auch schon alles, was man über Askas Leikir wissen muss. Horsasgöttlitsch. Es schneite noch immer und so langsam sah das Land wie aus Zuckerwatte aus. Leise wie ein Mäuschen stahl sich der siebente Troll aus dem Hause und schritt lautlos über das Land. Ohne dass ihn irgendjemand sah und hörte, umrundete er es, verschaffte sich einen Überblick. Als die Mutter nun mit der Wäsche nach draußen ging und dabei die Türe weit offen ließ, schlug er sie, so laut er konnte, zu, sodass sie knallte, laut wie der Donner selbst. Vor Schreck ließ sie die Wanne los und die saubere Kleidung verteilte sich auf den Boden. Nun hatte sie wieder etwas zu waschen. In dieser Nacht des 18. Dezember sollte keiner der Familie einen wirklich ruhigen Abend haben. Zwar war es windstill, doch die Fenster knarrten und schlugen immer wieder auf und zu wie in einem Sturm. Pausenlos knarzte es und die Türen schienen ein Eigenleben entwickelt zu haben. Kaum waren die Menschen zu Bett gegangen,
klapperten und hämmerten die Stalltüren. Ging man hinaus, knallten die Türen im Haus. Es war wie verhext, ja, fast dämonisch. Und der Einzige, der sich köstlich amüsierte, war der Troll selbst, der ein solcher Meister im Schleichen war, dass man ihn nicht sah und nicht hörte. Also nicht seinen Gang oder sein Gekicher, aber dafür den Lärm der zugeschlagenen Fensterläden, Türe und Tore. Auch in dieser Nacht machte er seinem Namen alle Ehre, denn er wird Türknaller genannt. Und er ging erst, als er in einem Schuh vor dem Hause frisch gemachte Spekulatius fand. Und für die letzten Stündchen der Nacht hatte die geplagte Familie dann doch endlich ihre Ruhe. Skeargamyr. Am Abend des nächsten Tages machte sich die Tochter des Hauses nach dem Abendessen doch noch einmal auf den Weg. Sie war müde, denn gestern hatte sie kein Auge schließen können. Dann, heute Morgen, als sie ihren Bruder beim Melken zusah, begann sie zu überlegen. Auch wenn sie zu alt war, um an solche Kindereien zu glauben, in der letzten Woche geschah durchaus Seltsames im Haus. Und sie konnte sich nicht erwehren, die Reihenfolge zu erkennen. Natürlich kann es mal geschehen, dass die Schafe des Nachtens unruhig sind oder mal die Milch umgekippt ist und keiner etwas dazu sagt, wie das geschehen ist. Das machte sie sogar ziemlich oft, damit sie nicht so oft melken musste. Blank geputzte Löffel im Haus verteilt, leer geschleckte Töpfe und Teller, all das kann durchaus geschehen. Aber unbedingt in dieser Reihenfolge? Die Schreckensnacht von gestern ließ sie doch nachsinnen. Und genau deswegen machte sie sich nun auf den Weg zur großen Speisekammer. Sollte es die Weihnachtstrolle wirklich geben, wäre der nächste genau dort zu finden. Sie öffnete die Tür und ging zu den beiden Skyrfässern. Skyr ist eine Art isländischer Joghurt und auf jedem Hof mit einer Kuh zu finden. Zitternd machte sie den Deckel des ersten auf. Also doch, flüsterte sie, denn sie kam zu spät. Der Inhalt des Fasses war vom verfressenen Skyrgierschlund schon verputzt worden. Wie die Tage zuvor fand am nächsten Morgen ihr Bruder ein kleines Spielzeug in seinem Schuh und sie eine Kartoffel. Allmählich begann sie sich doch Sorgen zu machen. Bjuknakreikir. In der nächsten Nacht stapfte ein weiterer Troll durch die Nacht. Wenn ihm der Schnee zu hoch war und es genügend Bäume gab, kletterte er auch manchmal einfach auf diese und hüpfte von Baum zu Baum. Denn obwohl er uralt war, waren seine Knochen frisch und eher agil. Das musste er auch sein, denn ansonsten wäre es schwer für ihn, seine Leibspeise zu erhaschen. Kaum auf dem Hof angekommen, sprang er auf das Dach und quetschte sich durch eine Luke in das Haus. Er war auf der Jagd nach Bjuga, große Rauchwürste, welche die Menschen meist über die Dachsparren hingen, damit sie sich außerhalb der Reichweite von Katzen, Hunden und natürlich den Kindern befanden, welche, genau wie er, allzu gerne von ihnen naschten. Verdutzt sah er sich um, da er wider Erwarten keine Würste erspähen konnte, kraxelte hinab und wollte vor Wut nun die Schuhe der Kinder mit Kartoffeln vollstopfen. Doch wie verwundert war er, als er am Fenster einen ganzen Berg der wundervollen Würste vorfand. Neugierig lauschte er an dem Fenster. Es hat Vorteile zu wissen, in welcher Reihenfolge die Trolle kommen, konnte er hören. Und ich habe genug davon, ständig nur Kartoffeln zu bekommen. Nennt man das nicht Bestechung? Nein, das nennt man Gastfreundschaft und Höflichkeit. Genüsslich schob er sich eine Wurst ganz in den Rachen. So ist das also, überlegte er. Und dann grübelte er. Gluckagainir. Still und dunkel war das Haus in der Nacht des 20. Dezember. Doch huschte jemand im Schatten von Fenster zu Fenster
und starrte in die Dunkelheit. Er ließ sich Zeit und spähte ganz, ganz genau, denn er war höchst neugierig. Und offensichtlich genoss er es halt, nachts durch Fensterscheiben zu starren. Wenn der Fensterglotzer, denn so heißt passend dieser Weihnachtsspanner, ich habe Mann gesagt, oder? Weihnachtsmann, keine Menschenseele erkennen konnte, schlüpfte er hinein und sah sich noch genauer um. Er war ein Sammler von so manchem Tand. Schöne Uhren, manchmal Geld, warme Schals, was er halt so fand. Doch stahl er sie nicht einfach so, sondern tauschte lediglich. Stehlen ist ja auch falsch. Für jeden Gegenstand, den er nahm, gab er auch etwas zurück. Meist etwas, was er gerade so bei sich trug. Nüsse, Eicheln, schöne Kiesel, vielleicht sogar mal ein kleines Spielzeug. Dinge halt, die Menschen viel besser gebrauchen konnten als herumliegende Scheren oder gar Hausschuhe. Nach dem dritten Raum klimperte er schon ein wenig und lugte durch das letzte Fenster. Fast erschrak er sich, als er in das Gesicht eines kleinen Mädchens blickte. Schnell verformte er sein Gesicht zu dem, was er als eine grässliche Fratze erdachte. Doch nachdem ihn die Kleine einige Zeit verdutzt ansah, begann sie glockenklar zu lachen. Denn die Grimasse war wohl eher allzu lustig. Verdammt! Warum bekomme ich es nie richtig hin? Dachte er sich. Und da nun der Haushalt durch das laute Lachen aufgewacht war, machte er sich so still wie nur möglich wieder auf seinen Weg. Es gab ja noch andere Häuser und andere Fenster. Und dort wird man ihn nicht sehen. Gott, das wörisch. Ganz kurz vor Weihnachten verließ eine große Nase die Höhle von Grilla. An ihr hing natürlich ein Troll. Aber das Erste, was man sah, war nun einmal eine wahrlich immense Nase. Er schnüffelte, verharrte. Und dann ließ er sich ganz von dem Geruch tragen. Immer der Nase nach. Es war Chlakandi, der Erwartungstag. Der Tag, an dem sich so langsam jedes Kind bewusst wurde, dass tatsächlich Weihnachten vor der Tür stand. Und der Tag, an dem auch das letzte Haus seine Mehlreserven rausholte und anfing zu backen. Und genau diesem wundervollen Geruch folgte der Türschlitzschnüffler. Leverbrös ist seine Spezialität und er sucht begierig nach dieser gebackenen und frittierten Köstlichkeit. Im ersten Haus, an welches er kam, wurde er allerdings doch sehr überrascht. Denn er musste gar nicht an dem Türschlitz schnüffeln. Direkt vor der Tür stand ein kleines Körbchen mit dem frischen und köstlichen Gebäck. Dazu ein kleiner Zettel, auf dem stand: Wir waren dieses Jahr ganz besonders lieb. Das Anschreiben war von zwei Kindern unterschrieben worden. Eines davon, so wusste er, hatte dabei nicht einmal mehr gelogen. Er mochte keine Lügner. Auch wenn ihm das Geschenk durchaus schmeichelte. Kerkrokur. Am vorletzten Tag kam ein Troll zum Bauernhof, welcher anders als seine Brüder Werkzeug mitbrachte. Der große Gesell machte sich keine Sorgen, entdeckt zu werden, und pfiff lustig vor sich hin. Er verließ sich bei den meisten Dingen auf seine Körperkraft, und die Muskeln seines Leibes spannten seine Gewänder. Er musste weder Tier noch Mensch fürchten, und das wusste er. Zudem verhieß der aufsteigende Rauch aus dem Kamin und der sich ausbreitende Geruch eine lohnende Angelpartie. Mit einem Satz sprang er auf das Dach des Torfhauses und ließ geschickt seinen Angelhaken den Räucherkanal hinab, denn so arbeitete der Keulenklauer. Furchtlos wedelte er mit der Schnur umher. Und er träumte sich schon im Geiste eine saftige Lammkeule. Nach kurzer Zeit frohlockte er, denn er hatte etwas am Haken und riss es gierig nach oben.
Den darauf folgenden Schrei konnte man noch auf dem Nachbarshof hören. Panisch ließ er sein Angelgut fallen und rannte, dass der Schnee zu allen Seiten unter seinen Füßen stob. Weit, weit fort. Kerkrokur hatte beinahe vor nichts Angst. Vor keinem Tier, keinem Menschen. Und auch andere Trolle vermochten nicht, ihm Furcht einzujagen. Aber Gemüse. Gemüse war etwas, was ihn direkt in die Flucht zwang. Kertasnikisch. Es war heilige Nacht. Das Land kam ein wenig zur Ruhe und viel mehr ließ sich in den kurzen Tagen so oder so nicht machen. Heute galt es, Einklang zu finden. Das Irdische, Irdische sein zu lassen und sich auf Geistiges zu konzentrieren. Die Nacht war sternenklar und Myriaden Lichter schienen auf die Welt hinab. Und heute antworteten die Menschen mit zahllosen strahlenden Kerzen. Genau in dieser Nacht, umhüllt von der Dunkelheit, im Schatten lauernd, kam der letzte Unhold aus der Höhle hinaus. Er hatte Hunger, aber nicht nach den Speisen der Menschenkinder, sondern nach dem, was ihnen Licht in der Düsternis gab. Denn er brachte die Finsternis selbst. Des Kerzenschnorrers gelbe Augen funkelten beim Anblick der endlos wirkenden Flämmchen. Selbst wenn er wollte, so viele würde er gar nicht fressen können. Und so nahm er sich vor, nur die Häuser aufzusuchen, welche den Fehler begangen hatten, seine Mutter einzuladen. Man sieht ihn nicht. Man sah ihn nie, wenn er lautlos um die Häuser zog. Doch ist er da in dieser Nacht, wartend, dass man für einen ganz kurzen Augenblick nicht Acht gibt, seine Kerze aus den Augen lässt und schon erstirbt ihr Licht und sie ist verschwunden. In dem Bauernhaus war es still geworden. Die Eltern machten sich große Sorgen und das kleine Mädchen heulte vor Furcht. Egal, wie oft sie des Tochters Schuhe mit Geschenken gefüllt hatten, am nächsten Morgen waren doch immer nur Kartoffeln in ihnen zu finden. 12 Tage lang war es immer die gleiche Leier gewesen. Es schien ganz so, als ob es jemand auf sie abgesehen hätte. Ihr Bruder versuchte, sie aufzuheitern, doch jeder Versuch war vergebens. So machte er alle Kerzen im Hause an und versuchte, es so festlich aussehen zu lassen, wie es ihm möglich war. Eng umschlungen schliefen die Kinder ein und der Schlaf nagte auch an ihren Eltern. Sie wollten es nicht, doch die Decke der Müdigkeit wurde dann doch allzu schwer. Und sie ruhten ihre Augen aus. Nur kurz, ganz kurz. Ein Schmatzen war im Dunkeln zu hören und erschrocken fuhren sie aus dem Schlafe hoch, nur um festzustellen, dass jede einzelne Kerze im Haus verschwunden war. Schwärze umschloss sie und die Kälte bohrte sich in ihre Leiber. Der Kerzenschnorrer scheint harmlos zu sein, doch dort, wo er auftaucht, werden die Nächte in Dunkelheit getaucht. Und für so manchen läutet die Dunkelheit nur den Schrecken der folgenden Tage ein. Das waren sie also, die 13 Weihnachtsmänner von Island. Ihre schrulligen Namen und Manieren, ihre seltsamen Verhaltensweisen und absonderlichen Diäten. Doch habt ihr noch nicht alles gehört, meine Freunde? Wollt ihr wissen, was noch kommt? Wollt ihr dieses wirklich? Als letztes verlässt die Urmutter selbst ihre Höhle und macht sich auf den Weg zu den Siedlungen der Menschen. Sie ist dabei nicht alleine, sondern wird von ihrer Katze
Jolakötterin begleitet. Die Weihnachtskatze ist ein garstiges Monstrum. Haushoch erhebt sich ihr boshafter Leib und ihr Maul ist gespickt mit messerlangen, nadelspitzen Zähnen, welche wie kaltes Metall im Mondlicht glitzern. Ihre Klauen zerreißen spielend Hauswände. Und wenn sie sich ein Opfer auserkoren hat, gibt es nichts, was sich ihr in den Weg stellen kann und besteht. Sie macht Jagd auf all diejenigen, welche in dieser Nacht ausschließlich in alter Kleidung herumlaufen. Und darum ist es so wichtig, die Winternächte zum Nähen, Spinnen und Stricken zu nutzen. Sollte man es versäumt, vielleicht gar verträumt haben, oder dachte, es sei dieses Jahr nicht so ganz wichtig, wird der letzte Anblick im Leben die gelb funkelnden Augen dieser Katze sein. Grela hingegen schreitet verschlingend durch die Dunkelheit und sammelt all die Kinder ein, welche unartig, frech und unverbesserlich waren. Sie straft nicht, sie züchtigt nicht. Sie stopft sie einfach wortlos in einen ihrer hunderte Säcke und schleppt sie mit sich in ihre Höhle, um sie dort mit den ihrigen zu verschlingen. Und ihr Hunger und ihre Gier sind nie ganz gestillt. Je boshafter die Menschenkinder, umso reicher ist ihre Beute. Und mir scheint, sie wird so schnell nicht verhungern. Jedes Jahr geschieht es. Jedes Jahr wachen einige Eltern auf, nur um festzustellen, dass ihre Kinder von dem Abendspaziergang nicht zurückkamen. Oder finden die Bettchen leer vor und sehen ihren Nachwuchs nie wieder. So sind sie, die Rauhnächte. Eine Zeit der Besinnung, der Einkehr, aber auch des Schreckens, welcher hinter dem Schatten des Sichtbaren lauert. Es ist unwichtig, ob ihr daran glaubt oder nicht, denn Grela will nicht verehrt werden wie andere. Man muss keine Kekse hinstellen, keine warme Milch, kein Licht entzünden, als auch keine Lieder singen. Sie ist einfach da, war schon immer da. Und nährt sich von den Aufmüpfigen. Ihr wollt wissen, was mit dem kleinen Mädchen passiert ist, ja? Ich sagte schon zu Beginn, ich werde nicht alles sagen. Und glaubt mir, ihr wollt nicht alles hören. Aber seid euch gewiss, gewisse Dinge ändern sich nie. Also vergesst nicht, was war und ist. Frohe Rauhnächte wünsche ich euch.